Ja, ich möchte, dass es in Deutschland zu politischen Veränderungen kommt. Deutschland ist meine Heimat. Und anders als viele, viele andere Deutsche, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, tue ich es nicht. Ich fühle mich hier in Japan wohl, sehr wohl. Bin immer wieder hier, aber ich bin Deutscher und will auch für Deutschland kämpfen, dass Deutschland wieder besser wird. Es ist schlimm, dass viele Menschen auswandern, viele junge Menschen. Ich habe die Tage auch in Tokio mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, eine junge Frau, ich glaube Mitte oder Ende 20, die nach Japan gegangen ist, als ja, hat ein Studium in Japan, noch ihr Studium dort auch abgeschlossen, und hat dann entschieden, sie will dann da bleiben. Ich finde es einfach schade, ich kann es in Teilen verstehen. Deutschland ist nicht mehr meine Welt, so wie sich dieses Land selbst zerstört. Ja, es ging genau wie bei mir. Ja, und das sagen in meinem Umkreis und viele Leute, die mir E-Mails schreiben, sagen mir das zuhauf. 1,3 Millionen Menschen sind seit 2016 bis Ende 2021 ausgewandert. Ich glaube, im letzten Jahr waren es wieder 250.000. Und Ja, das ist war Wahnsinn. nicht, ich sage mal, das waren nicht die Hartz-IV-Empfänger, die ausgewandert sind, sondern das sind die Leute, die haben Bildung und Wissen. Oftmals haben sie auch Geld, aber das sind diejenigen, die das Land verändern können. Und diese Leute sind ausgewandert. Und dass wir ein Fachkräfteproblem haben, liegt einfach auch daran, dass so viele Leute auswandern, weil sie mit den Füßen abstimmen und sagen, diesen irren Sozialismus wollen sie nicht. Und das ist einfach schade. Und ich hoffe, dass wenn wir eine andere Politik in Deutschland haben werden, wofür ich mich auch einsetze, viele von ihnen auch wieder zurückkommen werden. Es gibt positive und negative Aspekte. Also positive Aspekt ist, Japan hat, ich sage mal, eine sehr gute, gesunde Substanz. Es ist ein Die Homo. Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Homogenes Volk, das jedenfalls keine Probleme mit Integration, mit Ausländerkriminalität hat. Es hat eine nationale Identität, was auch sehr, sehr stark ist oder wichtig ist zum, sagen wir mal, zum Durchhalten. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch Erosionsformen, auch in der Bildung, die aus dem Westen kommen und wo Japan sich auch nicht dagegen abschotten kann. Man muss sich nur die manche unerträgliche Fernsehsendung in Japan anschauen. Man muss auch sehen, was ein großes Problem ist. Japan ist Teil des Westens. Der gesamte Westen verliert an globaler politischer Bedeutung. Japan, muss man sagen, ist von Nachbarstaaten umgeben, die eigentlich sonst niemand haben möchte in der Nachbarschaft. Also mit Russland, mit Nordkorea, mit China, aber auch mit Staaten wie Taiwan und Südkorea, die natürlich ein immenses Konfliktpotenzial mit sich bringen, wenn ich an Konflikte zwischen Taiwan und Volksrepublik China denke oder die noch nicht gelöste koreanische Frage. Also das für die Zukunft kann viel wirklich Sprengmaterial bringen. Wenn es einen Konflikt, einen wirklichen Krieg geben sollte zwischen Taiwan und Volksrepublik China, da würde wahrscheinlich Japan in irgendeiner Weise mit einbezogen werden. Ich denke da an Okinawa und die großen Militärbasen der Amerikaner, doch die mit Sicherheit der Ausgangspunkt auch für Militärschläge sein können. Das ist, denke ich mir, eine große außenpolitische Gefahr für Japan. Aber ich glaube, Japan ist jedenfalls so klug, einen eigenen Weg auch immer wieder einzuschlagen. Wenn es sieht, dass der Westen nicht mehr führend ist, wird es auch sich aus dem Westen, denke ich, lösen und den eigenen japanischen oder ostasiatischen Weg weitergehen. Weil, wie ich vorhin schon sagte, Japan auch gelernt hat, in Krisen steht man alleine da. Im Zweifel hilft Japan niemand und deswegen muss man stark sein. Und ich glaube, Japan, wie ich sagte, aufgrund der homogenen Gesellschaft, der einzigartigen Kultur, wird es auch in Zukunft meistern können. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet.
Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährungen. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.